Man muss kein Wissenschaftler sein, um die CO2-Propaganda zu entlarven. Dazu braucht man auch nicht die gegenteiligen Meinungen von Experten zu bemühen, unter denen sich ja viele naturwissenschaftliche Nobelpreisträger befinden, die die gesamte CO2-Propaganda natürlich komplett ad absurdum führen. Das einfache Hinsehen eines freidenkenden Bürgers genügt völlig aus, um die Zusammenhänge zu erkennen. Nehmen wir mal an, es gäbe sie wirklich, diese CO2-basierte, menschengemachte Klimakatastrophe, die uns allen bedroht. Dann sollten wir auch die offenkundigen Widersprüche realisieren, die uns täglich präsentiert werden. Erstens, die vielen Kriege mit Drohnen, Panzern, Kampfflugzeugen und dergleichen emittieren unverhältnismäßig viel CO2. Aktuelle Beispiele haben wir genug: Ukraine, Gaza, Israel. Zweitens, nehmen wir dazu die NATO-Manöver in Europa. Allein der Treibstoff für die Jets wird auf mehrere Millionen Liter eingeschätzt. Drittens, sehen wir uns die COP28 Klimaparty an, die je nach Bericht 90 bis 100.000 Teilnehmer umfasste. Eine hohe Anzahl der Gäste kamen mit dem Privatjet. Übrigens, laut der EU ist der CO2-Ausstoß pro Passagier bei einem Privatjet 72 Mal so hoch wie bei einem Flugreisenden im normalen Passagierjet. Und Annalena Baerbock, die reiste sogar mit dem bundeseigenen Airbus A330 bei der COP-Session an, der wiederum ein Vielfaches eines Privatjets verbraucht. Viertens, auch die jährlichen Davos-WEF-Veranstaltungen verbucht zwischen 1.000 und 1.500 Landungen von Privatjets von Gästen, die sich auch diese Party nicht entgehen lassen wollen. Fünftens, die Sprengung von Nord Stream 2 verursachte laut verschiedenen Berichten eine ähnliche klimaschädliche Emission, wie Deutschlands Industrie in einem gesamten Jahr ausstoßen soll. Es fällt hier auf, dass weder die Bundesregierung noch die UNO eine Aufklärung zu diesem Terroranschlag gegen Russland und natürlich auch gegen Europa anstrebt. Man hat offenbar gar kein Interesse daran. Sechstens. Betrachten wir die unkontrollierte Immigration aus sogenannten armen oder unterentwickelten Ländern nach Deutschland. Das sind offiziell in Deutschland schon rund 4 Millionen seit 2015. Oder in den USA, da sind es ungefähr 7 Millionen seit 2015. Der Energiebedarf ist in kälteren Ländern pro Bewohner weit höher als in wärmeren Ländern, woher viele dieser Einwanderer ja auch kommen. Ein versierter Abonnent, der hat mich da angeschrieben aus unserem Kanal und hat mir da eine spannende Kalkulation mal geschickt. Demnach plant man eine CO2-Reduktion durch neue Heizungen, die gerade einmal ein Viertel dessen ausmachen, was durch die Massenmigration hinzukommt. Das Ganze jetzt mal abgesehen davon, mit den Migrationskosten Etat pro Einwanderer könnte man mit einer Hilfe vor Ort 30 Mal so vielen Menschen helfen, als dass man sie nach Deutschland schleust. Aber das ist ein anderes Thema. Spätestens aber, wenn wir feststellen müssen, dass diese CO2-relevanten Themen von den Hofberichterstattern oder Massenmedien, wie man hier sagt, nicht in die Diskussion kommen, wird eines klar. Es geht nicht um das Klima oder CO2 oder Hilfe für arme Menschen dieser Welt. Es geht um rein politisch oder besser gesagt geostrategische Entscheidungen, mit der man gigantische Vermögen umverteilen will und das bereits tut. Übrigens, Professor Josef A. Schmelzer, den ich immer wieder mal zitiere, ein großer Denker, der gern provoziert und auch ganz witzig in seiner Art ist, der schrieb mir mit einem Augenzwinkern. Da sagte er, es sollte zum globalen Naturschutzziel erklärt werden, den CO2-Gehalt der Atmosphäre auf 0,1% zu erhöhen. Dafür sollte man fossile Energie verfeuern. Denn je mehr CO2 in die Atmosphäre kommt, umso mehr Photosynthese
und umso mehr Biomasse entsteht. Das Verfeuern fossiler Energien ist die Reintegration ehemaliger Biomasse in den Lebensprozess der Biosphäre. Aus ehemaliger Biomasse wie Öl und Gas wird somit neue Biomasse. Das sind übrigens dann die echten erneuerbaren Energien. Wer sein Haus mit Erdgas betreibt, der betreibt damit auch aktiven Naturschutz, stellt aus Methan den Pflanzen CO2 und Wasser zur Verfügung. Und das ist deren Grundnahrungsmittel. Windparks dagegen sind giftig, uneffektiv und schreddern natürlich Vögel und Fledermäuse. Wer sein Auto mit Benzin oder Diesel fährt, mit Abgasreinigung, ist ein aktiver Naturfreund und sorgt für mehr Leben in der Biosphäre. Mehr Biomasse bedeutet auch mehr Potenzial für neue Artenvielfalt. Die Politik der Pseudo-Grünen ist demnach gegen das Leben gerichtet und gegen die Natur. Außerdem ist sie gegen das demokratische Leben und gegen das wirtschaftliche Leben gerichtet. Vor allem aber vernichtet diese Politik Meinungsvielfalt und Artenvielfalt. Provokant und überzogen, was der gute Herr Schmelzer hier schreibt, in seiner sarkastischen Art? Vermutlich. Aber was regulär in der CO2-Politik abläuft, ist offenbarer Unsinn. Soweit kurz zu meinen Gedanken, die mich gerade bewegen. Alles Liebe. Meinem Empfinden nach wissen die meisten Leute gar nicht, zum Beispiel, wenn man es nur am Thema CO2 festmacht, was hier los ist. Wenn man die Klimakleber fragt, was passiert denn, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, ist die richtige Antwort darauf, die Erde wird grüner. Weil CO2 ist der Nährstoff für die Pflanzen. Correct. Wir haben also nicht zu viel CO2, sondern wir haben genau genommen zu wenig CO2. Ja? Also wir müssten eigentlich sehen, wir haben unsere Umweltprobleme mit Mikroplastik, mit Luftverschmutzung, das alles, aber CO2 ist da eigentlich kein Thema. Wieso wird das nicht kommuniziert? Oder ein zweites Beispiel. Wir wissen aus Eiskernbohrungen, ja, wenn man sich anschaut, dass ja das Eis eine andere Dichte hat, je nach Umgebungstemperatur, und wenn man anschaut, den Lösungsgehalt an CO2 in Form der Bläschen, die drinnen ist, dass immer zuerst die Temperaturerhöhung kommt und dann die Zunahme des CO2s, was physikalisch auch erklärbar ist, weil wenn das Wasser wärmer wird, nimmt der Lösungskoeffizient ab und es wird mehr CO2 aus dem Wasser freigegeben. Wenn es kühler wird, ich meine, braucht man nur beim Mineralwasser schauen, nicht? Wenn es kühler wird, dann bindet es wieder mehr CO2. Das heißt, das CO2 folgt der Temperatur und nicht umgekehrt. Wieso wird das nicht offensiv kommuniziert? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selbst dauernd stelle. Denn diese beiden Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, die liegen eindeutig auf der Hand. Hier sind physikalische Fakten gegeben. Wir haben die Ergebnisse der Eisbohrkerne der Vostok-Antarktis-Station, die ganz klar dieses Bild zeichnen, zuerst steigt CO2 und dem zuerst die Temperatur. Zuerst steigende Temperatur, ja, und dann steigende Temperatur folgt mit einem Abstand von 200 bis 800 Jahren das CO2. Das CO2. Ja. Und vor der Grund meiner Eingangsfrage an Sie, Herr Wegscheider, wie gibt es das, dass die Medien hier vollkommen versagen und keine kritischen Recherchen anstellen?